Wir haben ihn deswegen ausgesucht, weil wir bei uns in der Ausstellung einen Original-Triceratops-Schädel ausgestellt haben. Und zum anderen, wir wissen, dass Triceratops ein sehr bekannter Dinosaurier ist. Jedes Kind, jeder Erwachsene kennt ihn. Und wir ihn deswegen ausgewählt haben, um symbolhaft durch diesen Triceratops zu zeigen, hier endet jetzt die Ära der Dinosaurier, jetzt kommt die Zeit der Säugetiere im Tertiär. Wichtig für meine Aufgabe war, diesen Originalschädel zu haben. Von diesem Originalschädel konnte ich Maß nehmen. Diese Maße habe ich auf einen Styrodurblock, der den Maximaldimensionen des Triceratops-Schädels entspricht, eingearbeitet. Das heißt, ich habe diesen Block aus einzelnen Styrodurplatten zusammengeklebt und habe dann die Werte vom Originalschädel übertragen auf diesen Block und reduzierend gearbeitet, indem ich von grob zu immer feiner werdenden Schritten diesen Schädel aus diesem Styrodurblock herausgearbeitet habe. Die feine Hautoberfläche, die ist aber in diesem Styrodurmaterial nicht darzustellen. Dazu habe ich über diesen gesamten Styrodurkern eine ca. 1-2 cm starke Plastilinschicht aufgebracht, Knet, kennt jedes Kind. Und diese Schicht habe ich benutzt, um mit Hilfe von Schuppenstempeln die Oberfläche zu gestalten, fein zu gestalten. Das, was man jetzt hier sieht, sind diese groben Schuppen, das sind die feinen Schuppen, die entsprechend den anatomischen Gegebenheiten variieren, sich verändern, zum Rücken hin grobe Schuppenstrukturen, zu den bewegteren Partien wie hier am Kiefer, ganz feine Schuppen. Das musste man dann eben in diesen Plastilin einarbeiten. Nachdem diese Plastilinoberfläche komplett fertiggestellt war von mir, war das eigentliche Modell fertig. Das heißt, ich musste dieses Modell, dieses Plastilinmodell mit einer Silikonschicht überstreichen. Und weil das aber ein sehr flexibles Material ist, musste ich auf diese Silikonschicht nochmals wiederum eine Kunststoffschicht aufbringen, der das Ganze dann in Form hält. Und diese Panzerung, die ich dann praktisch dann aufmodelliert habe, die muss dann entsprechend aufgeteilt werden, so dass ich das entformen kann. Ich muss das in, ich glaube, es sind 18 Formteile aufteilen, die dann miteinander verschraubt werden und dann letztendlich danach entformt werden. Und dann wiederum Formteil für Formteil zusammengesetzt, verschraubt und so letztendlich das komplette Modell wieder vor uns haben. Also tatsächlich ist Modellbau eines der Arbeitsgänge in meinem Berufsleben, die mir mit am meisten Spaß machen. Aber dadurch, dass dieser Beruf sehr vielfältig ist, ist eigentlich das gesamte Berufsbild sehr interessant. Und jetzt nach vielen Berufsjahren, die ich ja schon hinter mir habe, muss ich sagen, es macht mir nach wie vor noch große Freude, diese Arbeit. Triceratops wird sich wehren, wenn man ihm zu nahe kommt. Er wird sich akustisch äußern.